Level, ja, Judy, du bumm. Das ist das berühmte Paradise und hier kehren wir ein zum Mittagstisch und treffen zu einem kurzen Interview Elias, den Sohn von Birmin Zurbrücken. Hausgemachte Ravioli, mit Shrimp-Ravioli, mit den Blue Shrimps Tartar oben drauf und Kaviar, gekocht in der Bisque, also in der Hummerbisque. Und hier ist die Paradise Bowl. Unten haben wir eine Malunz. Weißt du, was Malunz ist? Malunz ist eine Bündner-Spezialität. Also ist Butter, Mehl und Kartoffeln und dann kommt das eigentlich so klein, fast wie eine Art Rösti, angebraten. Und oben mit verschiedenen Toppings, wie ein Rantenpüree, Aprikosen-Chutney und eben, wie die da drauf noch ist, das Plant-Based Chicken. Das Spezielle von den Apfelstrudel von meiner Mama ist aber der Teig, weil wir machen es mit einem Topfenteig oder Quarkteig. Es gibt aber in der Schweiz keinen Topfen. Darum müssen wir den Quark nehmen, den lassen wir 24 Stunden abhängen, damit er austropft, dann wird er ähnlich wie der Topfen. Und darum ist einfach die Konsistenz vom Teig, also außen knusprig, innen weich und dadurch einfach, ist anders gegenüber anderen Strudeln und besser. Den muss ich kosten, den bitte, ja, bitte möchte ich haben. Ja, sehr gerne.